Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mal wieder Little Big Planet 2. Was heißt mal wieder? Das ist das zweite Mal. Wir haben jetzt mal das Cross-Controller-Paket runtergeladen. Ich habe auch gerade meine Playstation hier, also meine PS Vita. Da werden wir euch jetzt zeigen, wie das alles funktioniert so. Wie man das installiert und so. Also ihr müsst zuerst im Store das Paket runterladen. Das haben wir jetzt schon gemacht. Dann ladet ihr das von der PS Vita über den Store runter, über die Download-Liste. Da bekommt, oder ja, ihr ja, ladet es auf der so PS Kostüme. Vita, auf der PS Vita sind das nur Kostüme. Ihr müsst dann halt auf der PS3 in Little Big Planet 2 reingehen. Und da dann, More Stories ist es, also da steht am Anfang hier noch nicht Cross Controller, müsst ihr More Stories, oder halt, ja. Und dann Little Big Planet 2 Cross Controller, da geht ihr drauf, Connect, ja. Und dann kommt da so ein Bildschirm. Nachdem ihr es eben gekauft habt. Ja. Und dann kommt dieser Bildschirm und da wird euch praktisch alles gesagt schon. Ja, ich zeige euch jetzt auf der PS Vita, wie ihr das machen müsst. Ihr Spiel, ihr klickt auf Remote Play. Ist jetzt ein bisschen verwackelt, tut mir leid. Dann geht ihr auf Cross Controller. Und dann geht ihr auf Weiter. Und dann ist da Schritt 1. Dann steht hier... Bei mir ist dann Schritt 2, wird die Anwendung runtergeladen, weil ihr die nicht direkt runterladen könnt. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Und dann lädt die runter und bei Schritt 3 wird die dann installiert. Die Anwendung selbst habt ihr dann auf dem Homescreen. Bei mir ist die jetzt hier. Die startet ihr. Dann lädt die und so. Ja. So, das Laden haben wir jetzt für euch übersprungen. Ihr klickt dann einfach auf Verbinden. Dann steht da kurz bitte warten und dann war es auch schon. So, dann seid ihr. Ja, eben so im Homescreen drin. Ja, und jetzt kann er auch mit der Vita jetzt steuern. Jetzt kann ich auch so mit der Vita, wenn ich jetzt auf dem Steuerkreuz rumdrücke, funktioniert alles in Echtzeit. Das ist jetzt eine eigene Story, wir können aber nur diese 6 Levels aus dem Cross-Controller-Paket spielen. Ja, also diese 6 spielen. Levels und hier Community-Levels halt. Ja, aber da gibt es im Moment nur sehr, sehr wenig, das ist ein bisschen schade. Ja, aber es wird auch mehr. Ja, fangen wir gleich mit dem ersten Level an, oder? Ja, sollen wir den Film zeigen auch, oder? Ja, ja, den Film auch. Das ist ein bisschen der Zusammenhang zur Story da ist. Ja, so nach dem... Weil dann haben wir Intro und... Ja. Das, wie es geht. Also den ersten richtigen Level werdet ihr dann... Separat noch bekommen. Also im nächsten Teil dann... Also diese Piraten, die sind da praktisch drin gefangen und jetzt ist der Sackboy mit seinem Raumschiff da reingebrochen und jetzt können sie rausgehen. Okay.
So, das war jetzt der erste Level. Ist das. Ja. Okay, wir verabschieden uns und mehr seht ihr dann, oder den ersten richtigen Level seht ihr dann so im zweiten Part. Jo, also, bis dann. Bis dann, ciao.